Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zur ersten FIFA 22 Karrieresimulation. Und zu dieser Premiere im neuen FIFA-Teil haben wir auch einen ganz besonderen Spieler dabei. Es ist, finde ich, eines der größten deutschen Talente, welches wir aktuell im Fußball haben, mit Jamal Musiala. In Deutschland geboren, ging es aber für Musiala schon im Alter von 7 Jahren nach England, wo er unter anderem auch in den Jugendabteilungen von Southampton und Chelsea vor allem gespielt hat. Vor knapp über 2 Jahren verpflichtete ihn dann der FC Bayern. Und seitdem geht es für Musiala auch nur noch steil bergauf, sodass er heute schon einen Marktwert von 50 Millionen Euro hat. Wie seine Karriere jetzt aber so weiter verlaufen wird in den nächsten Jahren, das werden wir in diesem Video hier herausfinden, Freunde. Bevor wir so richtig loslegen, vergesst an der Stelle nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, Freunde. Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ansonsten ein Kommentar für den Algorithmus oder mit weiteren Vorschlägen für Karrieresimulation auch immer gerne gesehen. Bevor wir jetzt aber so richtig reinstarten, Freunde, wollte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass das heutige Video durch Spitch unterstützt wird. Bei Spitch handelt es sich um einen Live-Fußballmanager, der gleichzeitig auch ein offizielles Lizenzprodukt der Bundesliga ist. Somit könnt ihr also an jedem Spieltag der ersten oder auch zweiten Bundesliga ein Team aus allen verfügbaren Spielern der jeweiligen Liga erstellen. Auch so Leute wie Haaland und Lewandowski sind natürlich dabei. Beim Erstellen der Mannschaft kommt es ganz auf eure Fußballkenntnisse und auf euer Geschick beim Wählen der Spieler an. Ihr habt ein Budget von 150 Millionen Euro und müsst eben diese Mannschaft zusammenstellen, die an diesem Spieltag am meisten Punkte sammelt. Aber je mehr Punkte ein Spieler natürlich holt, desto teurer wird er natürlich auch. Und zu guter Letzt ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass ihr tatsächlich auch echtes Geld mit euren Kenntnissen gewinnen könnt. Denn zu jedem Spieltag gibt es unterschiedliche Spielfelder, an denen ihr teilnehmen könnt, mit unterschiedlichen Einsätzen oder als Beispiel auch ein Feld, wo ihr gar keinen Einsatz habt. Es gewinnt übrigens auch nicht nur der Erste mit den meisten Punkten Geld, sondern es gibt eine Gewinnzone, die sich als Beispiel vom 1. bis zum 10. Platz ausstreckt. Probiert es doch mal aus, ladet euch die App ganz einfach kostenlos herunter über den Link in der Videobeschreibung und überzeugt euch selbst. Wir starten also rein, Freunde, mit Jamal Musiala. 18 Jahre alt, zum Start der Karriere eine Gesamtstärke von 77, was damit zusammenhängt, dass ich ihn wieder auf das zentrale offensive Mittelfeld gepackt habe, und ein Potenzial von 88. In der aktuellen Bayern-Mannschaft wird sich Musiala aber auch erstmal hinten anstellen müssen, hängt natürlich damit zusammen auf seinen Positionen, auf Flügel sowie auf der 10. Unter anderem natürlich Coman, Gnabry, Sané, aber auch Thomas Müller, den er vielleicht im Laufe der Jahre ja ersetzen wird. Wir schreiten also voran, Freunde, ihr kennt es natürlich, der allererste Ballon d'Or-Sieger. Ich hoffe, man sieht das Ganze vielleicht in echt auch so. Es ist ein Teamkollege von Jamal Musiala und da kann natürlich nur die Rede sein von Robert Lewandowski, der also hier im Jahre 2021 den Ballon d'Or gewinnt. Genauso das Team of the Year, wo wir etliche Spieler von Manchester City haben, aber auch den ein oder anderen vom FC Bayern. Und damit, Freunde, kommen wir jetzt also zum Abschluss von Saison Nummer 1. Ich bin gespannt natürlich darauf, wie der FC Bayern sich so in den Wettbewerben geschlagen hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie Musiala sich geschlagen hat. Wir blicken also als erstes auf die Bundesliga-Tabelle und sehen, der erste Titel für Musiala, der ist eingesagt, relativ standardmäßiger Abonnement-Titel, kann man sagen, die deutsche Meisterschaft, 80 Punkte, 4 vor Gladbach und damit der erste Titel. Im Pokal leider dafür leer ausgegangen, da ist man tatsächlich in der ersten Runde baden gegangen, ein spannendes 4:3, was aber für Bochum gut ausgegangen ist und nicht für Bayern. Und auch in der Champions League leider Gottes wieder mal an Paris Saint-Germain gescheitert, gut dieses Jahr mit der Mannschaft, die sie haben, aber auch verständlicher als das Jahr zuvor. Wir blicken auf die Einsätze von Jamal Musiala und auf seine allgemeinen Werte und sehen, ja, es war ein Katastrophenjahr. Von der Gesamtstärke um 3 gestiegen, was aber auch mit der Positionsänderung zusammenhing. 8 Spiele gemacht, eine Vorlage gesammelt im DFB-Pokal gegen Bochum sogar, da durfte er ran. Ganz, ganz schwach die Saison, also der Start ist schon mal wirklich sehr, sehr nüchtern, sein Potenzial dafür aber tatsächlich nicht runtergegangen, das ist immer noch bei 88, aber wir müssen irgendwas tun für die nächste Saison. Was würdet ihr denn von dem Wechsel halten? Zum FC Porto. Wir werden unter anderem also Porto-Trainer und nehmen unseren Schützling mit. Wir verlassen den FC Bayern und gehen also zum FC Porto. Und wer mit uns kommt, das ist Jamal Musiala für 62,8 Millionen Euro. Und dort sieht die Lage schon ganz anders aus, denn Jamal Musiala ist tatsächlich direkt von Anfang an in dieser Porto-Mannschaft Stammspieler. Auf der 10er-Position, man spielt mit einer Dreierkette und da ist eben perfekter Platz für Musiala auf der 10. Wir kommen zum nächsten Ballon d'Or-Sieger, Freunde, und jetzt beginnt so langsam aber sicher die Phase, ihr kennt es aus den FIFA 21 Karrieresimulationen. Mbappé ist stärker als jeder Spieler in FIFA und das merkt man vor allem bei der Ballon d'Or-Vergabe, er holt den allerersten für dieses Video.
Ein Blick aufs Team of the Year, das ist dieses Jahr relativ kunterbunt gemischt, würde ich mal sagen. Spieler von Manchester United dabei, von Paris, Atletico, Bayern, aber eben, ja, das sind auch alle. Ja, ne? Doch nicht so viel Variation. Und somit kommen wir also schon zum Ende von Saison Nummer 2 im Mai 2023 und wir blicken also auf die Wettbewerbe des FC Portos, aber auch auf die Werte von Musiala. Ja, so wie es aussieht, hat wohl Porto seine besten Zeiten hinter sich, denn in der Liga wären wir nur Dritter hinter Sporting und Benfica. Im Pokal hatten wir auch in der ersten Runde Sporting als Gegner und da kannst du dann halt leider auch mal rausfliegen. Und zu guter Letzt die Champions League, wo wir nur Gruppendritter geworden sind. Real auch nur Zweiter, das finde ich noch schlimmer. Aber in der Euroleague sind wir dann leider Gottes im Achtelfinale gegen einen der Euroleague-Experten, würde ich es einfach mal sagen, rausgeflogen. Unai Emery mit Villarreal, da kannst du halt auch nichts machen. Zwar hat Musiala keine Titel gewonnen, dafür unter anderem 4 Gesamtstärken gewonnen, damit also bei 20 Jahren bei einer 84er Gesamtstärke und vor allem er konnte Spiele sammeln. Sein Potenzial ist auch auf 92 hochgestiegen, bei 41 Spielen 8 Tore erzielt, 11 Vorlagen gegeben und ich denke mal, das wird nicht unser einziges Jahr bei Porto bleiben. Vor allem sein Dribblingwert wirklich mega, mega geisteskrank, jetzt einfach schon bei 90, aber da müssen wir natürlich auch in der Zukunft vor allen Dingen mehr Wert auf Schießen und Passen legen. Damit geht es jetzt also in Saison Nummer 3, hier mit Jamal Musiala beim FC Porto, wo er mittlerweile tatsächlich auch die führende Kraft ist, der beste Spieler der Startelf des Kaders mit einer 84er Gesamtstärke. Der nächste Ballon d'Or-Sieger und so langsam aber sicher könnte man den Ballon d'Or doch wieder in Mbappé-Lodor umbenennen, denn es ist schon der zweite Ballon d'Or-Sieg für Mbappé jetzt in Folge. Und ich will nicht wissen, bei 6-7 Jahren, die wir hier mit Musiala haben werden, wie viele es für Mbappé noch werden. Mit dem Team of the Year haben wir natürlich auch noch relativ wenig zu tun. Da haben wir dieses Jahr wieder viele Spieler von City drin, von Liverpool, aber auch von Real Madrid. Und damit ist jetzt also auch Saison Nummer 3 abgeschlossen. Und dieses Jahr gibt es auch Titel aus Portugal. Wir werden nämlich Erster in der Liga, 86 Punkte, 8 vor Benfica, relativ eindeutige Geschichte. Im Pokal dieses Jahr leider Gottes im Viertelfinale geflogen. Und ein Finale steht für uns auch vor der Tür. Es geht dran gegen Leicester City im Conference League Finale und das können wir mit 2:1 gewinnen. PP mit 2 Toren, das ist nicht der Innenverteidiger, sondern ein linker Flügel. Nur so mal angemerkt. Für Musiala war es eine mehr als nur fruchtige Saison. 21 Jahre alt, 4 Gesamtstärken wieder gewonnen, damit bei einer 88 und in 54 Spielen konnte er 15 Tore und 12 Vorlagen beisteuern. Seine bisher zumindest beste Saison. Ach ja, und weil ich es gerade noch vergessen habe, sein Potenzial ebenfalls gestiegen, jetzt bei einer 93. Und ich hatte es ja auch letzte Saison erwähnt, Freunde, der Tempo- und Schießenwert auch passen gut, das hat sich leider nicht so verbessert, aber dafür Schießen jetzt bei 81 und Tempo bei 87. Und damit geht's jetzt auch ins allererste internationale Turnier für Musiala. Er wurde nominiert für die Europameisterschaft 2024, müsste es ja sein. In der Gruppe super schwere Gegner gehabt, aber als Gruppenerster weitergekommen. 7 Punkte vor Italien und Portugal. Im Viertelfinale damit 2:1, aber leider Gottes gegen Schweden rausgeflogen. Da besiegst du Portugal und Italien und dann scheiterst du an Schweden. Musiala konnte in diesem Turnier in allen 4 Spielen, in denen er gespielt hat, also alle Spiele gemacht, 2 Tore und eine Vorlage beisteuern. Und damit geht also die Reise von Musiala weiter. Es geht zurück in seine mehr oder weniger alte Heimat, kann man sagen. Dort hat er die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Es geht zurück nach England und da hat ihn sich der FC Liverpool gekrallt für eine Wahnsinnssumme, die man an Porto überwiesen hat. 230,5 Millionen Euro und die Bayern gucken mal wieder ganz dumm aus der Wäsche. Meine Wenigkeit wird natürlich ebenfalls Trainer vom FC Liverpool. Und da haben wir sie also, die Liverpool-Mannschaft mit einigen Spielern, die schon so langsam aber sicher über ihre Prime hinauskommen, wie eben Salah, wie Mané, wie aber auch Van Dijk, Thiago oder Fabinho, Firmino natürlich nicht zu vergessen. Trotz alledem bin ich mir echt relativ sicher, dass wir da guten Erfolg haben können, beim Ballon d'Or aber noch nicht, denn den gewinnt jetzt zum dritten Jahr in Folge Kylian Mbappé. Und auch im Team of the Year haben wir noch keinen Platz, aber ich glaube, so langsam aber sicher kommt schon die Zeit, da ist auch ein Musiala vielleicht interessant fürs UEFA Team of the Year. Und damit haben wir es also abgeschlossen, Freunde. Saison Nummer 4 ist jetzt also hinter uns gebracht, Mai 2025 und wir blicken also auf die Resultate von Liverpool, aber natürlich auch auf die Werte von Musiala. Beginnen wir also mit der Liga. Da holen wir auf gut Englisch gesagt Silverware, denn es gibt den ersten Platz in der Premier League. 85 Punkte, 3 vor City und damit die Premier League Meisterschaft. Über Pokale reden wir mal wieder nicht. Also wirklich, wirklich, wirklich nicht.
Und in der Champions League sind wir tatsächlich Gruppendritter geworden mit Inter, Marseille und Eindhoven in der Gruppe. Und ich weiß nicht, was mit dieser Liverpool-Mannschaft los ist, aber wir fliegen halt auch einfach dann in der Europa League-Vorrunde gegen die Young Boys. Zum Glück gibt es den PC und die Cheat Engine und Manager Rating 99. Musiala konnte mit seinen jetzt 22 Jahren aber eine Mega-Rolle in diesem relativ alten Kader übernehmen. 27 Tore, die meisten des Kaders, 9 Vorlagen auch mit die meisten des gesamten Kaders, 52 Einsätze, auch eine Mega-Mega-Zahl, auch Mega-Mega-Werte würde ich mal meinen, Gesamtstärke auf 91 gestiegen und sein Potenzial jetzt bei 93. Und ja, die Werte sehen schon nicht verkehrt aus, würde ich mal meinen. 92 Tempo, 86 Schießen, also wir haben hier einen mehr als nur torgefährlichen Zehner in Musiala. Womit jetzt also Saison Nummer 5 in den Startlöchern steht. Musiala, der beste Spieler des Liverpool-Kaders, wo unter anderem Richarlison in der Sturmspitze dazugekommen ist und Jota jetzt auf dem linken Flügel eben Mané ersetzt. Das vierte Jahr in Folge und es ist natürlich der Ballon d'Or-Sieger Kylian Mbappé, der absolute Wahnsinn, Lewandowski in aller Ehren der letzte Ballon d'Or-Sieger, bevor die Ära des Mbappés anfing. Dafür aber eine sehr erfreuliche Nachricht im Team of the Year. Ich hab's ja gesagt, Freunde, jetzt bei Liverpool sieht's anders aus fürs Team of the Year. Musiala als einer der besten Liverpool-Spieler, jetzt also mit drin, neben unter anderem auch Trent Alexander-Arnold. Wir springen also zum Ende der Saison und sehen, leider Gottes, dieses Jahr konnten wir in der Premier League nichts ausrichten gegen Manchester City. 13 Punkte Abstand ist schon wirklich eine eindeutige Sache. Pokale, Freunde, wir reden einfach nicht drüber. Nee, da reden wir nicht. Und scheiden dann natürlich auch noch im Achtelfinale aus mit 5:3 gegen Paris. Einziger Lichtblick, Jamal Musiala hatte sein bestes Karrierejahr. 55 Spiele, insgesamt 44 Scorer, da muss ich gerade noch mal kurz hier zusammenzählen, 31 Tore, 13 Vorlagen, seine Gesamtstärke auch auf 93 gestiegen, sein Potenzial aktuell auch noch bei 93, aber ihr wisst ja, Freunde, bei so einem Alter von 23 geht das quasi jetzt Hand in Hand Potenzial mit seiner Gesamtstärke, aber vor allem die Tore und Vorlagen wirklich mega, mega krass, 23 Jahre alt und ich glaube, da geht noch ein bisschen was für Musiala. Nun steht jetzt aber die Weltmeisterschaft an und die Deutschlandmannschaft, muss man auch mal ganz nebenbei erwähnen, sieht schon wirklich sick aus mit Kimmich, Goretzka, Adeyemi, Havertz, Musiala, der auch wirklich hier wieder der beste Spieler des Kaders ist. Der Wahnsinn! Und das Turnier lief auch mehr als nur erfolgreich. Wir sind mal wieder Gruppenerster geworden. Im Achtelfinale dann Argentinien weggehauen. Im Viertelfinale dann die Italiener. Im Halbfinale dann Frankreich. Und nun geht es also im Finale ran gegen Brasilien. Wir gehen also rein in die Schnellsimulation und es wird ein 3:1-Sieg. Musiala mit dem dritten Treffer davor, Gnabry und Havertz erfolgreich. Und damit holt Musiala einen weiteren Titel im Sinne von, oder im, ne, ihr wisst, was ich meine. Die Meisterschaft, Weltmeisterschaft, Weltmeisterzimmer. Musiala hat übrigens in allen 7 Spielen gespielt, 3 Tore, eine Vorlage beigesteuert. Nun wird es aber Zeit für einen letzten Wechsel. Es geht nach Spanien und da verpflichtet Atletico Madrid für 298,4 Millionen Euro Jamal Musiala. In dieser Mannschaft ist Musiala mit der beste Spieler. Wir haben unter anderem so Leute wie Goretzka, Barella. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel und wilde Transfers gemacht, Freunde, wenn man da mal reinguckt. Ginter auch ein Nationalmannschaftskollege. Oblak aber ebenfalls mit einer 93er Gesamtstärke. Und sogar Dolberg ist mit von der Partie. Die alte Kanallegende. Ja, Freunde, also ich würde jetzt gerne Spannung aufbauen beim Ballon d'Or, aber das ist halt nicht möglich, weil Kylian Mbappé hat Copyright auf diesen Preis. Dafür gibt es aber immerhin einen weiteren Platz im Team of the Year für Jamal Musiala neben vielen Spielern von Manchester City, Real Madrid, Piemonte Calcio ebenfalls dabei, aber natürlich auch Paris mit natürlich auch Mbappé. Womit wir jetzt also auch beim Ende von Saison Nummer 6 angekommen sind. Mittlerweile schon im Jahr 2027. In der Liga sind wir leider nur Dritter geworden, hinter Real und Barca. Pokal ebenfalls gegen Real Madrid geflogen. Und zu guter Letzt die Champions League, wo ausgerechnet der Ex-Club von Musiala jetzt den neuen schlägt. Liverpool schlägt Atletico mit 4:2 im Gesamtergebnis. Zu guter Letzt also noch der Blick auf Musiala. Potenzial und Gesamtstärke gehen beide auf 94 hoch. Mittlerweile ist er 24 Jahre alt und diese Saison lief relativ in Ordnung, würde ich mal meinen. 52 Spiele, 16 Tore, 15 Vorlagen, wahrscheinlich mit den meisten Scorer, aber im Vergleich zu den vorherigen Jahren schon eher so meh. Aber eigentlich ist die Truppe ja wirklich wild und deswegen bleiben wir hier auch für Saison Nummer 7 bei Atletico Madrid. Abraham vorne noch in der Spitze dazugekommen, also ich habe hier schon noch wirklich Vertrauen in die Mannschaft. Ja, komm, ich sage einfach gar nichts. Ihr seht's ja, ich sag nichts mehr dazu. Der hat jeden Ballon d'Or gewonnen, außer den ersten. Und dieses Jahr gibt es leider Gottes auch tatsächlich keinen Platz für Musiala im Team of the Year. Was uns jetzt aber zum Ende von Saison Nummer 7 bringt.
in der wir tatsächlich Meister geworden sind mit massig Abstand auf Barca und Real. Wie gesagt, Freunde, über Pokale redet man einfach nicht. Und man hat es ja gerade schon bei der Kalendersimulation gesehen, Freunde. Wir stehen im Champions League Finale gegen RB Leipzig, geht es ran. Die haben eine wirklich ganz, ganz wilde Truppe mit teilweise Spielern, die mir jetzt nicht unbedingt was sagen, aber die scheinen wirklich eine krasse Truppe da zusammen zu haben, denn sie erreichen das Champions League Finale. Mal gucken, wie das Ganze jetzt ausgeht, Freunde. Und RB Leipzig gewinnt die Champions League. Oh mein Gott. Für Musiala war es wieder ein richtig gutes Jahr. 55 Spiele, 45 Scorer, Gesamtstärke und Potenzial auf 95 gestiegen, mittlerweile 25 Jahre alt und eben mit einer der besten Spieler der Welt, würde ich einfach mal sagen. Aber Ballon d'Or gewinnt man nicht, weil Copyright auf Mbappés Namen und Nacken. Womit wir jetzt aber noch nach der Weltmeisterschaft das letzte Turnier, nämlich die Europameisterschaft, mitnehmen wollen. Dort sind wir Gruppenzweiter geworden, wieder mal mit Portugal, Frankreich und Griechenland in der Gruppe. Im Viertelfinale England mit 2-0 besiegt und auch im Halbfinale die Spanier, die scheinbar auch ein neues Logo haben, mit 2-1. Und zu guter Letzt das Finale, Freunde, 2-1 Sieg über Frankreich, unser Gruppengegner, eben auch im Finale geschlagen. Womit Musiala jetzt also auch seinen zweiten Titel mit der Nationalmannschaft gewinnt und ich glaube auch in einen relativ exklusiven Club reinkommt. Deutsche Spieler, die nämlich Europa, aber auch Weltmeister geworden sind. Gut, ich würde mal sagen, ein Jahr Saison Nummer 8, das würde doch noch gehen. Digga, der Typ hat einfach 7 Ballon d'Ors in 8 Jahren FIFA-Karrieremodus gewonnen. Ich habe echt nichts dazu zu sagen. Ich habe nichts dazu zu sagen, wirklich nicht. Und ganz ehrlich, Leute, ob man jetzt im Team of the Year ist oder nicht, macht jetzt auch nicht den Riesenunterschied. Zweimal waren wir auch schon drin. Und damit kommen wir also zum Abschluss von Saison Nummer 8. In der waren wir vor allen Dingen national sehr erfolgreich. Es gibt unter anderem die nächste Meisterschaft mit Atletico. Und den Pokal haben wir im Finale gegen Almeria ebenfalls gewonnen. Dafür in der Champions League kläglich Achtelfinale, Leverkusen war der Gegner. Wir hops genommen worden. 4-2, ausgeschieden. Immerhin hat Musiala jetzt also mit 46 Scorern seine beste Saison bisher überhaupt in dieser Karrieresimulation zum Abschluss also nochmal hingelegt. 26 Jahre ist er mittlerweile alt, Gesamtstärke und Potenzial bei 96 und das soll es damit eigentlich auch gewesen sein mit der Karrieresimulation von Jamal Musiala. Also Freunde, wir haben nochmal den Karriereüberblick von Jamal Musiala, nachdem wir jetzt 8 knallharte Jahre durchgezogen haben bis hin zum Jahr 2029. Am Ende des Tages hat er also eine 96er Gesamtstärke erreicht, war einer der besten Spieler der Welt, Potenzial natürlich auch bei 96, 26 Jahre ist er alt, quasi am Ende gewesen, 167 Tore erzielt mit den Nationalmannschaftstoren bei den Turnieren nochmal mit einberechnet, 92 Vorlagen hat er gegeben, 9 Titel hat er gewonnen, unter anderem in Portugal, Spanien, Deutschland, aber auch England. Und natürlich auch Europameister und Weltmeister geworden. Ballon d'Or-Sieger ist er leider Gottes nicht geworden. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, welche Spieler überhaupt das Ganze hier in den Karrieresimulationen schaffen werden im Vergleich zu Mbappé. Es wird sehr schwierig. Haaland könnte als Beispiel so einer sein mit seinem Potenzial. Bei 4 Vereinen war Musiala, angefangen beim FC Bayern, dann der Zwischenschritt bei Porto, dann ging es nach England, zurück zu Liverpool. Was heißt zurück zu Liverpool? Zurück nach England, eben zu Liverpool. Und zu guter Letzt nochmal eine Station bei Atletico Madrid mit 519,7 Millionen Euro insgesamte Transfersumme, auch wirklich eine mehr als nur beachtliche Zahl. Wie gesagt, Ballon d'Ors hat er leider Gottes nicht gewonnen, aber dafür immerhin zweimal im Team of the Year gewesen. Und das soll es also an der Stelle gewesen sein, Freunde, von der heutigen ersten FIFA 22 Karrieresimulation mit Jamal Musiala. Wie gesagt, Freunde, schreibt mir sehr, sehr gerne weitere Vorschläge für weitere Spieler, mit denen wir eben solche Karrieresimulationen machen sollen, unten in die Kommentare. Und zu guter Letzt kann ich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne viel Liebe da mit einem Daumen nach oben. Ansonsten Abo, Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen und in dem Sinne verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns in alter Frische. Bis dahin, haut da rein und ciao.